Hallo zusammen. Heute soll es darum gehen, wie wir Sträucher erkennen und bestimmen können. Ursprünglich wollte ich die Sträucher mit in die Baumbestimmung mit einbinden und habe mich allerdings jetzt so entschieden, dass sie ein eigenes Video wert sind. Dennoch gibt es einige Symbole, die ich hier bei den Sträuchern von der Baumbestimmung wiederverwenden werde. Und von daher kann es gut sein, dass euch das ein oder andere Symbol schon bekannt vorkommt. Ähnlich wie bei den Laubbäumen gibt es auch bei den Sträuchern unterschiedliche Blattanordnungen. Hier gibt es zum einen ein einzelnes Blatt, was gegenständig oder wechselständig ist. Des Weiteren gibt es noch Sträucher mit einem zusammengesetzten Blatt, was ebenfalls gegenständig oder wechselständig sein kann. Des Weiteren gibt es auch nadelförmige Blätter. Die Blattform der Sträucher ist genauso wie bei den Laubbäumen. Hier haben wir zum einen glattrandige Blätter, aber auch gezähnte, gewellte, gesägte, gelappte, gekerbte oder gebuchtete Blätter. Auch die Blütenfarbe bei den Sträuchern ist identisch zu den Laubbäumen. Hier gibt es einmal weiß, grün, gelb, rosa, orange bis rot und blau bis lila. Auch die Früchte der Sträucher sind identisch zu denen der Laubbäume. Daher kann es hier auch Sträucher geben, die eine Apfelfrucht haben, aber auch Beeren, Flügelnüsse, Nüsse, Kapselfrüchte, Hülsenfrüchte, Spaltfrüchte, Steinfrüchte oder auch Zapfenfrüchte. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Unterschied zwischen den Laubbäumen und den Sträuchern, nämlich bei der Rinde bzw. auch Borke genannt. Dort haben wir einmal die glatte Rinde, die Netzborke, die Ringelborke und auch die Schuppenborke. Das ist identisch zu denen der Laubbäume. Allerdings gibt es dann noch die Korkarten im Allgemeinen, wo bei den Laubbäumen nochmal zwischen zwei unterschiedlichen Arten unterschieden wird. Auch in den Grünzeiten kann man eine Unterscheidung machen, identisch zu denen der Laub- und Nadelbäume. Das bedeutet, dass wir auch hier ein Symbol haben für Sommergrün bzw. Sommer- und Wintergrün, was genauso gut auch Immergrün genannt werden kann. Und wer hätte das gedacht, man kann auch bei den Sträuchern eine identische Unterscheidung im Geschlecht machen wie bei den Bäumen, nämlich einmal in männlich, weiblich und den Sträuchern, die beides haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn sehr viele Parallelen zu der Baumbestimmung da waren. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut bei Facebook, Twitter, Google+, auf meiner Fanpage bei Facebook und auf meiner Homepage vorbei, wo immer wieder weitere Informationen zu dem Thema kommen werden. Von daher verabschiede ich mich und sage macht's gut, bis zum nächsten Video.